Es ist soweit, meine Freunde. Und für Contra und euch, meine Freunde, bin ich schon wieder zur unchristlichsten Zeit aktiv, die man sich vorstellen kann. Bei meiner letzten Contra-Car-Reaction war es ja irgendwas nach um 2 und ich war bis fast um 5 aktiv. Und heute bin ich sogar um 7 morgens aufgestanden. Und es ist kein Montag. So, aber genug rumgeheult. Hören wir uns jetzt endlich das neue Album Erde und Knochen an, was es seit 0 Uhr auf Spotify gibt. Aber bevor es losgeht, nur damit ihr Bescheid wisst, jeder Song wird von mir vorsichtshalber immer nur 15 bis 20 Sekunden angespielt. Dann gibt es eine kurze Pause, dann geht's weiter. Und natürlich wird auch kein Song in voller Länge abgespielt, weil ich möchte auch dazu animieren, dass ihr euch das Album natürlich selber holt und selber reinhört. Denn ich denke, das ist ein Künstler, der es auch definitiv verdient hat. Und außerdem will ich Contra im Nachgang dieses Mal nicht wieder auf den Sack gehen müssen, dass er mein Video persönlich entsperren muss. Wo man da sagen muss, dass er ziemlich korrekt war, dass er sich dafür Zeit genommen hat und mein Video selbst und persönlich entsperrt hat. Aber wenn man es vermeiden kann, dem Künstler gerade am Release Day auf den Sack zu gehen, dann ist das eine feine Sache, meine Freunde. Man sieht jetzt hier auf Spotify allein schon 33 Songs. Ich glaube sogar, ich müsste jetzt nochmal bei Amazon nachschauen, aber ich glaube sogar, dass in dieser Limited Box 4 CDs drin sind. Deswegen ist das schon ziemlicher Kracher, was hier bei Spotify alles hochgeladen wurde. Ich glaube, da gibt es auch sehr wenig Rapper, die so viel davon auf Spotify zur Verfügung stellen. Was wir machen, ist natürlich die hauptsächlichen 18 Songs durchzuhören, damit meine Reaction nicht wieder Stunden geht. Dennoch, damit es keine Beschwerden gibt, werde ich durch CD 2 und CD 3 einmal selbst skippen und euch nur die Highlights bzw. besten Songs in meinen Augen einmal kurz vorzuführen. Aye. Ja, ja, schon klar, mir geht es so blendend. An mir klebt das Glück und ich brauch das Talent nicht. Ich hab mich verkauft an Commerz-Rap verpfändet. Bin Fire voll auf Coke, hab im Playboy Mansion. Also es hat auf jeden Fall schon einen emotionaleren Unterton, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Der Beat hat mich schon wieder abgeholt, ihr wisst ja, ich stehe voll auf solchen Shit. Früher war ich real in den Untergrundzeiten, doch heute bin ich Mainstream und rappe mal dasselbe. Doch damals hätte ich auch all den Ab und Gut geglaubt, bis du barfuß da stehst wie ein Hund in der Kälte. Ey, das geht schon gut voran für den ersten Track, ey. Wenn sie nicht so fixiert auf Beef oder Drama, dann wüsstest du Opfer schon lang. Ich hab meine Freunde neben mir und das schon von dem allerersten Tag an. Ihr wisst ja, ich hab von Contra noch nicht so viel gehört und bin ein absoluter Fan von Storytelling. Und was hier schon im ersten Song abgeliefert wird, ist genau das, was ich bisher noch nicht von ihm gehört habe. Und was ich aber unbedingt bisher hören wollte, ist was Tiefergehendes. Das hat er schon ziemlich gut drauf, also ich hoffe, ich höre mehr davon. Wärst du so real, wie wir alle anderen nicht sind? Wenn du kämpfst, kannst wie ein Ochse doch dein Freund neben dir bei einem Streit leider trotzdem einen Stich kriegt. Wärst du wirklich so real, wie wir nicht sind? Mann, nimm, was du denkst und behalte es in deinem Scheißmund. Ein sehr, sehr ernster Song, gefällt mir extrem. Der zweite Song ist hoffentlich besser als nur ganz okay. Auf jeden Fall heißt das so. Oh mein Gott, was für ein flacher Einstieg. Ein Blick zurück und ich sehe nur Scherben. Junge, sag was, so los, die Not werden. Heute mein Lifestyle 2.0 und dein Leben, dafür könnte manch anderer sterben. Und ich höre, ich bin dankbar für alles, aber wenn der Himmel nicht reicht. Wie krank ich diesen indirekten Bass feier. Wisst ihr, was ich meine? Welches Geräusch ich meine? Der so klingt, als ob der Club gerade mal 200 Meter entfernt ist, man aber trotzdem nicht drin ist. So diese indirekte... Ich feier das so krass. Du kannst okay, könnte schlimmer sein, als es jetzt ist. Trauer schieben geht später, so viel Power und keine Gegner. Noch lange nicht am Ziel, aber schon ganz okay. Geld auf der Bank ist doch ganz okay. Mit den Jungs durch die Nacht ist doch ganz okay. Wir haben in den letzten Tagen auch das erste Mal ein paar Insta-Stories von ihm gegeben und ich bin auch der Meinung, dass er, wenn er so spricht, normal spricht, würde ich wahrscheinlich nicht erkennen, dass er der Rapper Contra K ist, wenn ich nicht das Bild dazu sehen würde. Seine Real-Life-Stimme würde mich nicht sofort auf Contra K bringen, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist ein Kompliment, ne? Es sind 1000 Tonnen Asphalt an den Füßen, der uns hält. Ich will springen, doch auf meinen Schultern liegt die Welt. Es macht einen kalt, wenn man zu lange hier hängt. Man bangt um den Rest Empathie, doch verpasst im Moment die... Oh mein Gott, das ist genau mein Ding, Leute. Das ist genau mein Ding. Diesen Song werde ich genießen, ey. In den Glasscherben am Bordsteinrand spiegeln sich gebrochene Egos vom Boden. Ich wünsch mir Kraft für meine Brüder ohne Drogen. Wie die Pflanzen Richtung Sonne wollen wir alle nur nach oben. What the fuck, man? Den Himmel. Den Himmel.
hatten wir Gebete, kurz im Weg, wir träumen Richtung Himmel. Aber man muss schon sagen, dass der Chorus sich deutlich davon abhebt, ne, was vorher und wahrscheinlich dann auch danach passiert. Grundsätzlich ein sehr ruhiger Song, was mir extrem zusagt. Also Chorus hebt sich auf jeden Fall deutlich vom Rest des Songs ab, das kann man schon mal sagen. Ich sehe so viele ohne Perspektive. Zwischen Instagram und Tinder waren gibt's keine echte Liebe. Zwischen Pennern, die mal Gangster waren, in Chefetagen tierten, jetzt den Rest ihres Lebens in einem Einkaufswagen schieben. Bis jetzt mein Lieblingssong, heißer Kandidat, auf jeden Fall einer der Favoriten für mich zu sein hier. Hier stehen 12 Jahre, ackern wie ein Hund für einen Traum. Jetzt steh ich da und hoffe, Gott weckt mich nicht auf. Ich flüster meiner Frau, bitte hab Vertrauen. Aus den Steinen, die sie legen, Baby, bau ich euch ein Haus. Was für ein geiler Spruch. Was für ein geiler Spruch. Ich hoffe, das kann ich auch mal sagen. So. Und dass meins später nicht aus Stein, sondern aus Dunkelholz bestehen soll. Mit enorm großen Scheiben überall. Und irgendwo zurückgezogen am Wald stehen soll. Oh Mann, was tue ich euch hier eigentlich an? Ich bin echt unzurechnungsfähig um die Uhrzeit, ey. Ich alleine lebe diese Scheiße mit paar stabilen Jungs und der Bomben-Fanbase an der Seite. Niemand hier trägt mein Päckchen, außer meine Beine. Und den Rest drückt der Stift mit meinem Blut auf jede Seite. Jetzt mal was off-topic, bevor ich jetzt auf den Chorus eingehe. So. Ich persönlich finde das Albumcover ziemlich nice, fände aber das Weiße cooler. Also das, was ich jetzt auch in meinem Thumbnail habe, was hat... Es hat irgendwie was deutlich polarisierender irgendwie. Es fällt mir auf. Aber gut, wenn ich jetzt so seine letzten Sachen da unten sehe, die von Spotify vorgeschlagen wurden, passt das farblich wahrscheinlich am besten. Haben sie wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen. Hoch, ein Hoch auf die Verräter, ein Toast auf alle meine Gegner. Nur das Beste für euch in den Gläsern. Also trinkt, denn ohne euch wäre die Scheiße. Singt er im Chorus? Also mir ist jetzt auch relativ neu, dass Contra viel Gesang in seinen Songs hat. Das müsste ich jetzt nachprüfen, weil so viel habe ich jetzt von ihm noch nicht gehört. Aber wäre mir jetzt neu, dass Contra viel singt. Deswegen finde ich das jetzt schon besonders. Also ich habe von ihm noch nichts in der Richtung gehört und es klang ziemlich schick. Und der nächste Song ist Respekt. Ich werde Oder nicht überspringen. Genauso wie Setz dich und genauso wie Fame. Denn das sind ja alles die Songs, auf die ich schon reagiert habe für euch. Und wer die Reaktion zu diesen Songs und Videos sehen möchte, checkt einfach die Links in meiner Videobeschreibung. So viel hier draußen, was du nicht siehst. Ich reiß deine Augen auf und du ziehst einen tiefen Atemzug aus meiner Stadt. Jeder macht, was er kann oder muss, um zu überleben. Aber dieser Druck, der sich aufbaut. Scheint eine ziemliche Ansage zu werden, der Song. Ey, das klingt so brutal. Was ist das denn bitte für ein Soundbild, Alter? Ah, alle wollen Respekt, aber sie bekennen geben. Und immer deinem Werk hört man zu frech. Macht es klick, klick, brrrr. Und die Schüsse sind echt und dann ist Krise. Es geht um Respekt, dann herrscht auch Frieden. Respekt muss man sich verdienen. Respekt heißt nicht zu kriechen, aber lass dein Ego nicht zu hoch fliegen. So ein Song, da hätte ich jetzt irgendwie Bock ins Gym zu fahren und einen Boxsack ein bisschen zu bearbeiten. So. Sag mal das Feature. Soziale Medien, Pisser sagen Ausdrücke, bis wir sie nach Haus schicken. Halt deinen Arsch raus, bitte, wenn sich deine Suppe ist oder du musst austrinken. Leute kommen zu Liede. Leute kriegen nur Liebe, doch manche Leute drehen auf und schieben nur Filme. Ist der Moment, wenn ich deinen Arsch unter meinen Schuhen finde. Irgendwie erinnert mich die Stimme an jemanden. Sie erinnert mich ziemlich hart an jemanden. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf. Leute, helft mir mal auf die Sprünge. So viele wollen, dass man scheitert. Von außen quatschen ist viel leichter. Da haben wir es wieder. Jetzt fängt er wieder an mit Singen, ne? Ey, es gefällt, es wirklich, es sagt mir extrem zu. Also, ich hoffe, dass er dabei bleibt und dass er das öfter macht. So. Und ich hoffe auch, dass ich keine Scheiße erzähle, weil ich glaube wirklich, dass es das vorher noch nicht so gab. Wen interessiert, was du reinquatschst? Klingt so nice. Ich muss leider wieder weiter, weil ich für Minusmenschen gar keine Zeit habe. Das klingt so nice, das passt so gut. Richtig gediegen, richtig gediegen. Was hat sich geändert? Es ändert sich nichts. Außer paar mehr Scheinen, mehr Narben, mehr Klicks. Immer noch die gleichen, immer noch beim Alten, wenn ich sag. Vor allem, das streckt sich jetzt auch scheinbar durch das ganze Lied durch, ne? Also bis jetzt, so über eine Minute, hat er das schon durchgezogen. Ich feiere das. Ich feiere das, wirklich. Ist kein Scheiß. Oh, das klingt schon mal nach ein bisschen oldschool, meine Freunde. Zahnlücken raus, warum krieg ich so Lust, dir auf die Hühnerbrust zu schlagen? Bist du nach deiner Gang, schreist für Mund zu Mund Beatmung. Hier wächst die Brustbehaarung wie eine Perenrücken. Wolle kommt wie Mowgli nackt aus dem Dschungel. Oh, ich glaube, ihr wird jetzt ein bisschen gespittet, meine Freunde. Zieht euch warm an. Ellenbogen raus, Ellenbogen raus. Augenbacken hoch, bis die Knastmuskeln platzen. Ellenbogen raus, Ellenbogen raus. Sonntags im Puff, neue Passfotos machen.
finde die Stimme von ihm auch so nice irgendwie. Bei ihm muss ich immer lächeln, so, weil den sein Einsatz oder wie er allgemein rüberkommt, so, weiß ich nicht, das ist so ein gute Laune-Träger, so. Wurde aus Bauchtaschen, keine Tupperdosen, oh. Keine Sojabohnen, oh. Dafür Sozialstunde, oh. Rapper blasen für 20 Verlags, die tragen. So geil, man muss da einfach abfeiern teilweise, ey. Hey, ich geh an diesem einen Punkt rein in deinen Kopf und grab die reinsten Edelsteine raus aus dem Gesocks. Frag mich nicht, was mir bleibt, ich pack alles in die Songs. Es hat alles Blut gekostet, nur die Nikes waren umsonst. Ich hab das jetzt zuletzt bei Chakusa gesagt, bei Suchen und Zerstören. Und bei diesem Album kann man es definitiv ebenfalls sagen. Die Beats sind erste Sahne, aber da hört man dann auch wieder, ja, was da für eine Riesenproduktion dahinter steht. Was man kann sich nur vorstellen, wie viel Kohle da drin steckt. Und im Vergleich zu Chakusa würde ich jetzt auch einfach mal behaupten, dass hier eine Menge mehr Budget am Start war. Deswegen hat man natürlich so oder so ein bisschen mehr erwartet, ne? Aber bis jetzt so wurden meine Erwartungen bis jetzt schon erfüllt. Und vielleicht schaffen wir es sogar noch, dass sie übertroffen werden. Egal wer kommt, egal wer kommt, egal wer kommt. Damals waren sie schlau, als ich broke war. Gaben Ratschläge wie ein Opa. Dachten, ich bleib ewig in dem Dreck. Heute wollen sie Backstage, wenn ich Shows hab. Es passt sehr gut zusammen. Sie ergänzen sich extrem gut. Auch wenn Bowser jetzt nicht zu den Künstlern gehört, die ich in Dauerschleife höre, macht der Track einen guten Eindruck, meine Freunde. Ich steh auf, beweg mein Arsch, denn 7 Stunden sind genug schwer. Warum ich keine Zeit für dein Scheiß hab, aber mein Terminkalender, das sagt, ich mach. So, das ist jetzt das erste Mal, dass ich Gänsehaut hab. Wow, ey. Wow, dazu will ich jetzt noch nicht so viel sagen, ich warte mal ab. Das Ding hier nur für mein Kreis, denn von dem Rest war nie einer da. Heute sage so viele, sie haben daran geglaubt, aber kennen nicht mal ein paar. Hört auf, ich kann es sehen, nehm die Masken wieder runter. 1 Familie, 2 die Fanbase, 3 ich scheiß auf euren Umsatz. Allein schon diese Melodie, halt dein Maul, Diggi. Sound, der Respekt für die Jungs hat, ob Straße oder Kundschaft. Kack auf Highlight, baller mich weg, sondern die Klete wird gebunkert. Mega nice, mega nice. Ey, Props an der Stelle. Boah, das wird schwer, den jetzt noch zu toppen auf dem Album, so. Hunger! Es macht Tok Tok an der Tür, sag Hallo, Mr. Skimaske. Nicht übernehmen, denn er will haben, was er nie hatte. Sie kommen und nehmen, was sie brauchen. Das, was du bunkerst, um groß zu verkaufen. Kommt mir bekannt vor. War der schon online vorab? Schreibt mal in die Kommentare. Gab's den Song schon vorher? Brot und Wasser auf dem Tisch machen Augen nicht satt. Und am meisten begehren wird der Mensch immer das, was er gerade nicht hat. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich den schon gehört habe. Was ich auf jeden Fall noch loswerden wollte. Und da ist es tatsächlich gut, dass ich noch nicht so lange im Contra-Game dabei bin. Weil das eben immer noch so eine Art erster Eindruck ist. Für jemand, der jetzt noch nicht über ihn gestolpert ist. Ne? Das will ich damit sagen. Und ich höre ihn und hab das Gefühl, dass ich sowas vorher noch nicht gehört habe. So wie er rüberkommt, so wie er klingt, Message, die er teilweise rüberbringt. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber mir fällt jetzt niemand ein, den man auch nur mit Contra vergleichen könnte. Ey. Mein Bruder war ein guter Junge mit dem Herz am rechten Fleck. Ein Hang zur Gangster-Scheiße und kein Pferd für das Gesetz. Aber Liebe für die Gang, leider auch für schnelles Geld. Doch mit dem Licht komm auf die Motten. Ja, das ist schon wieder so ein Ding, ne? Ey, was ist das für eine kranke Produktion? Ich würde jetzt echt gern mal wissen, woher die Beats stammen. Weiß das jemand? Ich lass dich nicht hängen, ganz egal mit wem sie kommen, welche Namen sie so kennen, ja, das hat man halt davon. Familie über Gang, Gang über Leute, die dich sofort Bruder nennen und zu den Bullen rennen. Sie hassen den Verräter, doch lieben den Verrat. Damals war ich Täter, doch hab niemals ausgesagt. Das hat so gut gepasst, ey. Wo ich gerade meine Hand gehoben habe und gehofft habe, dass genau da der Beat einsetzt und. Ich hab dich. Und das klingt deep, meine Freunde. Du verschwendest keine Zeit an mich, doch ich verschwende zu viel Zeit an dich. Ich hab so viele Jahre geträumt von uns beiden und das, obwohl ich wusste, wie falsch du bist. Ja, 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 verdammt, Alter. Jetzt haben wir den Punkt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Nach 15 Songs haben wir es nun geschafft, dass meine Erwartungen nicht nur erfüllt wurden, sondern übertroffen. Und das kann ich euch ganz einfach und schnell erklären. Es ist genau der Song, auf den ich gewartet habe. Er klingt genauso wie das, was ich mir gewünscht habe. Noch extra obendrauf als Sahnehäubchen auf dem ganzen Album. Zeigst Dreck in einem Menschen. Dabei will jeder nur sein Bestes. Lässt Leute für dich hassen. Brüder gegeneinander kämpfen. Du bist Blut in meinen Händen.
Du bist Brot in meinen Händen. Dein Kostüm hat 6 Farben und trägt tote Präsidenten. Denn ich hab dich. Nein, oder das war er nicht, oder? Das war er nicht. Contra, das warst du nicht, oder? Ey, was? Nein, das glaube ich nicht. Nee. Dicker, sag mir, ob du das warst, Alter. Das, also wenn, dann klang das übertriebenst. What the fuck? Der mich fallen lässt. Bei dem Fettmann. Ey, wie das gepasst hat. Ohne dich geht nicht, aber du fixst meinen Kopf. Denk bitte nicht, ich bin dir nicht dankbar. Denn die Sachen, die du mir kaufst, halten mich warm. Sie füllen meinen Schrank, aber nicht den Kalt. Ey, ganz ehrlich, das wird definitiv sofort in meine Spotify-Playlist übernommen. Ich denk an die Tage ohne Stacks oder Rolex. Nur 1 Cent, kein Fans, leben nach dem Codex. Jeden Tag um 6. Was, Alter? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, es wird so schwer für mich, hier einen Lieblingssong zu bekommen, ne? Boah, ich liebe auch dieses, im Hintergrund, dieses indirekte Schreien oder Singen oder was. Wisst ihr, was ich meine? Die Dame, die man da gerade im Hintergrund hört. Ich glaube, vorhin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Song war das. Da gab es dann noch so einen. Und die Stimme da im Hintergrund, die gibt so einen, ja, die gibt so einen Akzent, das ist das richtige Wort. Die gibt noch so einen Akzent mit. Boah. Zwischen Fangback zum Filter, geht Real ist verloren. Zu viel dieser Liebe ist gelogen. Und auch für mich die Scheiße runterzieht wie ein Anker. Ich bleibe dankbar. So weit weg von Gut und Böse. Dicke wie Eis wollen die Sonne sehen. Ein Lied vorher habe ich mein Lieblingslied gekürt. Und jetzt haben wir einfach den Lieblingschorus, Alter. Kalte Wind weht uns entgegen, doch heißes Blut fließt durch die Venen. Zwischen Himmel und Hölle ist, wo wir leben. Hängen über dem Abgrund an seidenen Fäden. Was zum F***? Du hast mir gesagt, wir beide gegen die Welt. Warum muss ich dich teilen mit so vielen? Ich hab dir gesagt, ich will dich nur für mich selbst. Eigentlich, vom Text her, klingt's extrem deep, emotional, gefühlvoll. Der Rest des Songs ist schon mehr heitere Stimmung, muss man schon sagen, ne? Keinen Cent für Papier, doch die ersten Zeilen der Liebe entstanden auf gelben Briefen, Baby, keine Zeit, ich schlaf später. Und da kann man wieder über das Thema Abwechslung reden. Sehr positiv zu bewerten. Der letzte Song. Oh mein Gott, ey. Der letzte Song schon. Egal wie sehr man hofft, bei Gott, das hier sollte nie dein Platz werden. Zwischen den Monden, immer mal wieder wach werden. Wird jede Wunde, die verheilt, nur zur Narbe und totes Gewebe lässt Gefühle alle absterben. Perfekter letzter Song, wirklich. Perfekter letzter Song. Alter Schwede, der geht rein, Alter. Der erreicht, Mann. Bevor ich mir jetzt noch den letzten Part gebe. Durch all die Phasen, die man hier mit dem Album zusammen durchgemacht hat. Und vor allem all die Stellen, wo er dann mal gesungen hat oder eben ein bisschen mehr in den Gesang reingetaucht ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, was alles wirklich da perfekt bearbeitet wurde, wie viel da überhaupt dran gemacht wurde. So. Es ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und man stellt sich die Frage, gerade bei diesen gesanglichen Passagen, wie viele Weiber möchtest du den anderen im Game noch wegnehmen, Contra? Lass den anderen Rapper nochmal sieht richtig. Wenn ich wollte, der Teufel erkennt seine Brüder schon am Gang. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich fange nochmal von vorne an. Wie ich schon gesagt habe, meine Erwartungen wurden nicht nur erreicht, sondern übertroffen und ich hatte hohe Erwartungen. Die Songs, die vorher schon am Start waren, die Single-Auskopplungen mit Video, waren schon Überbrecher und die haben es ja allein geschafft, dass ich überhaupt Interesse auf dieses Album bekommen habe. So, eigentlich hatte ich am Anfang des Videos gesagt, ich ziehe mir noch CD 2 und CD 3 rein, präsentiere euch dann nur die Songs, die ich davon am besten fand und warum. Nun denke ich mir aber, dass es das Album eigentlich wert ist, dass ich da jetzt nicht noch was hinrotze, sondern dass ich mir dafür noch ein bisschen mehr Zeit nehme und eventuell, wenn ihr das wollt, CD 2 und 3 und vielleicht, falls ich an die vierte rankomme, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren es ja wie gesagt 4, dazu nochmal einen ausführlicheren Review bzw. eine ausführlichere Reaction dazu bringe. Was sagt ihr dazu? Ansonsten kann ich nur an der Stelle Props geben. Contra, erstmal, wie gesagt, Ehrenaktion, dass du mein letztes Video entsperrt hast, dass du so korrekt mir gegenüber warst. Ich hoffe, das Video kann diesmal rausgehen, ohne dass weltweit gesperrt wird und ich nicht an dich rantreten muss extra. Ansonsten schöne Grüße an der Stelle und danke, dass du dieses Video eventuell dann auch entsperrt hast. Unterstützt diese Musik.
Er ist einer von den Guten und das ist bestimmt nicht nur meine Meinung. Deshalb einmal in die Videobeschreibung klicken, beziehungsweise angepinnter Kommentar in meiner Kommentarsektion. Da könnt ihr das Album holen. Und ich sage euch ganz ehrlich, die paar Kröten für dieses Album kann man auch schlechter investieren, meine Freunde. Du hast nur gehofft, du wächst mich auf. Ich hab dir dein Lachen geklaut. Denn in einem Kreis voller Wölfe, die wie Straßenfütter jagen, fällt dein Engelkopf verdammt nochmal nur auf.